Hallo. Heute möchte ich euch die Flatterbinse vorstellen. Das ist jetzt mal nichts Kulinarisches und auch nichts Giftiges, aber was echt Spannendes, finde ich, weil man mit der Binse doch einiges machen kann, vor allem wenn man eher steinzeitlich unterwegs ist. Juncus effusus. Und Juncus, der Gattungsname, kommt von Jungere, was so viel wie Flechten heißt. Und wenn ihr bis zum Ende des Videos durchhaltet, dann zeige ich euch, wie man damit zum Beispiel einen kleinen Krötenstuhl oder man kann auch sagen Elfenstuhl machen kann. Das haben mir meine Eltern, als ich Kind war, schon beigebracht. Und ja, das ist hier die Flatterbinse. Das ist eine der Arten, die man ganz leicht erkennen kann, weil die so einen glatten, nicht gerillten Stängel hat. Und diese Spirren, diese Blütenstände, so relativ weit auseinander sind. Ein bisschen ähnlich ist die Knäuelbinse, die so heißt, weil dieser Blütenstand kompakter ist. Oder auch die blaugrüne Binse, die hat aber dann Mattenstängel und die haben nicht das durchgängige Mark. Und dieses Mark, das ist einfach ganz toll, das zeige ich euch mal. Das hat man früher auch als Lampendocht genommen und das kann man ganz toll machen, indem man einfach mit einem Finger einen kleinen Spalt hier reinmacht und dann schiebt man mit dem Nagel das Mark hier raus. So, und das geht nur bei der Flatterbinse so schön, weil dieses Mark halt durchgängig ist. Und das ist sehr trocken, das kann ich so jetzt schon nehmen und kann das einfach in Lampenöl oder in irgendein anderes Öl, früher hat man einfach ausgelassenes Fett von den Tieren genommen, stellt. Idealerweise, wenn es steinzeitlich sein soll, natürlich einfach Ton, das man zurecht gemacht hat oder auch eine Muschel. Man kann die auch miteinander nochmal so verdrehen oder auch vorsichtig verflechten, wenn man ein bisschen dickere Dochte haben will. Das ist also eine ganz tolle Sache, die man so machen kann. Und man hat früher das auch medizinisch verwendet als sogenannten Blutreinigungstee. Das heißt, um den Körper und Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen. Da hat man allerdings die unterirdischen Teile genommen. Habe ich noch nicht probiert. Ich denke, da gibt es tatsächlich bessere Sachen, die man nehmen kann. Aber interessant finde ich es allemal. Das Vieh meidet diese Pflanze meist, weil die natürlich auch sehr hart ist und einfach, ja, obwohl nicht so lecker schmeckt, auch nicht viel dran ist. Auch dieses fluffige Mark ist bestimmt nicht besonders attraktiv. Für uns, wenn wir das sehen, auch schon wenn man so vom Auto aus oder Fahrrad unterwegs ist, ist es ein guter Nässezeiger, wo man auf Wiesen dann sehen kann, aha, da wo Binsen wachsen, da muss Feuchtigkeit im Boden sein. Und man findet natürlich ganz viel, so wie hier an Gewässerufern, aber auch an Moorrändern oder einfach auf ja, sehr feuchten, meistens nährstoffreichen Lehm- und Tonböden. So, und jetzt kommen wir zum Krötenstuhl. Dafür braucht man ungefähr 10 von diesen Stängeln und das Ganze geht ganz einfach. Man nimmt den ersten und biegt den so, dass die beiden mittleren Finger von jeweils einem Stängel hier so umschlossen werden. Dann legt man den nächsten davor und biegt einfach diese Enden nach unten. Und das macht man jetzt so, bis alle von diesen Stängeln verflochten sind, immer wieder. So. Es gibt ein ganz hübsches, gleichmäßiges Flechtmuster. Und den letzten, den dreht man einfach noch mal vor den nächsten so ein bisschen durch auf beiden Seiten. Und hält dann mit der Hand diesen unteren Teil fest und löst vorsichtig dann die Finger aus dieser ganzen Umspannung raus. Und schon hat man diesen Krötenstuhl fertig. Und wenn man den festmachen möchte, kann man einfach einen Bindfaden nehmen. Man kann aber auch einen von den eigenen Stängeln nehmen, nochmal um sich selber wickeln und dann einfach nach unten durchstecken. Dann braucht man weder irgendwelche anderen Hilfsmittel noch sonstiges Zubehör und hat einen Stuhl, auf dem sich jetzt die Kröten oder Elfen hier am Ufer dieses Gewässers wunderbar wohlfühlen können und beobachten können, was hier noch sonst sich so tut, welche Tiere da kommen und was es zu beobachten gibt. Ja, solche Dinge findet ihr bei uns in unserer Web-App und unserem Buch Wildpflanzen zum Genießen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Tschüss!